Grüß dich, meine lieben Leute, hier ist wie euer Donner und weiter geht's mit dem Mercedes 1113 und zwar der 48. So, und wie immer schauen wir uns erst das Heft an, dann die Bauteile. Und dann schauen wir wieder, was wir bauen können. Das wird natürlich gebaut. Ich wünsche euch in diesem Video wieder viel, viel Spaß. Denkt einen Daumen nach oben und ja, lasst uns starten. Genau. So, die 48, schauen wir rein. Auf der linken Seite seht ihr wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite schauen wir die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung. Und zwar kommen wir dieses Mal zu vielen Kabeln. Die werden wir dann auf den folgenden Seiten alle montieren. Genau, so, dann geht es weiter mit dem Mercedes 1113, und zwar der Kurzhaber-Story vom O317 zum O317K. Da geht es wieder um die Busse. Ne? Mit mehreren Seiten. Dann geht es weiter mit der Geschichte von Daimler-Benz, und zwar 1937, ungeliebte Zusammenarbeit. Was sich dahinter verbirgt, das könnt ihr auf den folgenden Seiten lesen. Berühmte LKW-Marken ist das nächste, und zwar Pegaso, Spaniens Einstiegerstolz. Genau, dann haben wir wieder Spezialfahrzeuge für jedes Terrain, und zwar Saubagger, Vakuum statt Hydraulik. So, und auf der letzten Seite seht ihr nochmal einen Ausblick auf die Ausgabe 49, ne, und deren Teile. Aber was wir jetzt für Teile haben, das werden wir jetzt gleich erfahren, denn ich reiß die Tüte mal auf. So, hier haben wir das Tütchen. Ich mache mal einen Schnitt. Aufpassen, nicht in die Kabel schneiden. Ja. Und da haben wir mehrere Kabel, und zwar insgesamt 7 Stück. Die werden wir jetzt immer aus dem Rander fädeln. Und die haben nämlich auch Nummerierungen dran. Eigentlich sollten sie zumindest welche dran haben, denn hier habe ich nämlich schon mal eins ohne. Das ist die Nummer 3 hier. Dann ist das nächste. Ah, hier sind 2 Aufkleber. Das ist die Nummer 4. Das wird dann wahrscheinlich die Nummer 2 sein. Mach ich gleich mal ran. Weil die sind nämlich wichtig, damit ihr dann wisst, wo die Kabel überhaupt hingeführt werden. Dann haben wir hier die Nummer 7. Die Nummer 5. Die Nummer 6 und die Nummer 1. Also von 1 bis 7 alles da. So, ja, wo fangen wir jetzt an? Wir holen unser Kästchen wieder. Unser schönes Kästchen, also Batteriebox. Und Platine, Hauptplatine. Und jetzt geht es mal los mit der Nummer 1. Die suchen wir uns jetzt mal raus. Ja. Wo war es denn die 1? Ja, genau. Die 1 kommt jetzt, und zwar in die Mitte von dieser Platine. Kommt hier rein, sozusagen. Ja. Mal kurz gucken. Genau, hier rein. Zack. So, da haben die 1. Ja, ich erzähle es nochmal. Die 1 hier rein. Danach geht es zur 2. Die 2 kommt dann gleich neben die 1, und zwar von meiner Seite aus gesehen links. Die 2. Hier haben wir sie. Genau. Das war so rein. So sitzt. Wir müssen mal gucken hier, dass die Aufkleberchen auf der anderen Seite sich alle befinden. Weil ja, da brauchen wir dann die Nummern. Ne? Und das ist wichtig. Die Kabelchen kann man aber auch bloß in einer, also auf einer Seite hier reinstecken, denn die andere Seite hat einen anderen Stecker dran. So, die 3 ist als nächstes dran. Suchen wir die 3 raus. Mhm. Wo hat sie sich versteckt? Hier. Ja. Die 3 kommt
Hier rein. Aha, okay. Ja, also hier. Hier ist die 3. Danach die 4. Die kommt unter die 3. So. Genau. Ja, das ist die 4. Also hier. Dann kommt die 5. So, die 5 ist hier. Die 5 kommt hier unten hin, wieder mittig. So, das ist die 5. Danach kommen wir zur 6. Die 6 kommt neben die 1, und zwar rechts. So. Genau, und die 7, die kommt neben die 6, und zwar auch rechts. Also, so. Genau. So, wenn ihr das richtig gemacht habt, müssten hier die 3 noch frei sein. 1, 2, 3. Na? Okay. Nochmal komplett kontrollieren. Und dann war es das schon für diese Ausgabe. Ne? Ihr seht schon, viel Kabelage. Und ja, haben wir ein bisschen gesteckt. Und dann warten wir auf die nächste Ausgabe. So, liebe Leute, also das war die Ausgabe 48. Ne? Hier, Kabel Inferno. Aber naja, muss auch gemacht werden. Ich freue mich dann auf die nächste Ausgabe. Da sind nämlich noch 3 Kabelchen dabei und 3 Kabelhalter. Und im Befestigungsstreifen ist auch mit dabei. Also können wir uns schon drauf freuen, dass die restlichen 3 Kabel auch noch reinkommen. Und dann wird wahrscheinlich das Teil hier auch befestigt am LKW. Aber das schauen wir in der nächsten Ausgabe, was da alles gemacht werden soll oder muss. Und ich werde mich hier erstmal verabschieden. Wünsche euch einen schönen Tag, schöne Woche und bin dann raus. Denkt einen Daumen nach oben und eventuell ein Abo. Bis dahin, euer Daumen noch, haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.